Guten Tag und willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Heute machen wir mal ein Unboxing und dafür habe ich euch die Nintendo Switch OLED im The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Design mitgebracht. Ich habe schon versucht, daraus einen One-Take zu machen, also gleichzeitig zu kommentieren und dabei auszupacken, aber es hat nicht so ganz funktioniert, also gibt's das Ganze jetzt geschnitten und nachkommentiert. Wir fangen natürlich hier erstmal mit den Joy-Cons an. Die sehen wir auch direkt hier, wenn wir die Schachtel auspacken. Sehen auch sehr schick aus. So in Gold und mit den Verzierungen. Ich denke, wenn man das Spiel spielt, wird man ja die Muster wiedersehen oder genauer erkennen, woran das Ganze angelehnt sein soll. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wird das Weiße irgendeine Wandmalerei sein im Spiel? Und das Grüne soll halt eher so an Moos erinnern. Ich weiß es nicht. Wir werden das Spiel noch spielen und dann werde ich das wahrscheinlich auch wiedererkennen. Bei den anderen Joy-Cons zu Skyward Sword waren die ja an das Schwert und das Schild angelehnt, aber wie es hier ist, keine Ahnung. Jetzt schauen wir uns erstmal die Konsole an sich an. Da sehen wir auch schon ganz leicht ein Muster hinten drauf. Hier habe ich das Ganze nochmal zurechtgeschnitten, dass man das auch besser sieht. Gut, aber packen wir die erstmal wieder weg und widmen uns den anderen Sachen. Hier ist noch eine kleine Broschüre drin, die war jetzt aber uninteressant, also habe ich die direkt weggepackt. Und die Kabel, die sind leider nicht in irgendeinem speziellen Design, also sind die auch eher uninteressant. Für die Joy-Cons gibt es dann nochmal hier dieses Teil zum Aufstecken mit der Handgelenkschlaufe. Ja, in weiß, mit dem beigen Band. Gut, kann man machen, aber ich denke, irgendein Muster wäre jetzt auch nochmal interessant gewesen, wenn man das da drauf gedruckt hätte. Gut, aber so sehen die natürlich auch schon schick aus. Schauen wir uns jetzt noch zum Schluss das Dock an. Das ist wirklich sehr schön geworden. Ich hätte das Ganze lieber in Schwarz und Gold gehabt. Aber gut, so sieht es natürlich auch, wie gesagt, schick aus. Und eigentlich ist die Konsole mit dem Dock auch ein Must-Have für Zelda-Fans. Das war es dann auch erstmal mit dem Set. Wir sehen uns dann im The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Let's Play wieder. Das wird tatsächlich anders laufen als die vorherigen Videos, also es wird auch mehr geschnitten sein. Also ich denke, da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.